Am Wort ist nun Peter Wurm von der FPÖ. Frau Minister, ich bitte Sie jetzt um 2 Minuten Ihrer Aufmerksamkeit, ungeteilten Aufmerksamkeit, weil ich doch jetzt eine Frage stellen möchte und da würde mich freuen, wenn Sie vielleicht anschließend gleich eine Antwort geben könnten. Bevor wir jetzt abstimmen, wir haben grundsätzlich gesagt, als Freiheitliche, wir werden dem zustimmen, weil es um eine Entlastung der breiten Bevölkerung geht. Allerdings gibt es doch ein Thema, das wir jetzt als noch nicht endgültig geklärt sehen, und Sie sind ja die zuständige Ministerin. Soweit ich das jetzt als Konsumentenschutzsprecher auch einordne, kann sich in Österreich jeder auf die Grundversorgung berufen bei seinem Stromanbieter. Ich lese Ihnen vor, was drinnen steht. Grundversorgung, Versorgung letzter Instanz, Haushaltskunden und Kleinunternehmen können entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Grundversorgung in Anspruch nehmen. Voraussetzung hierfür ist eine Anfrage des Interessenten an die DIWAG, in dem Fall, und ein bestehender Netznutzungsvertrag. Wenn man sich die Preise der Grundversorgung anschaut, dann liegen die jetzt in etwa bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Die Frage, die ich stelle, Frau Minister, ist das so? Hat jeder in Österreich Anspruch auf diese Grundversorgung, auf diesen Tarif, den jeder Stromanbieter auch anbietet? Gilt auch für Kleinunternehmer in Richtung ÖVP bis 100.000 Kilowattstunden im Jahr? Ist das korrekt, Frau Minister? Weil dann stellt sich die Frage, wer bekommt diese 4 Milliarden Euro Steuergeld jetzt? Sind das die privaten Großstromkonzerne? Sind das auch, liebe Kollegen von der SPÖ, die Länder im Besitz der länderbefindlichen Stromkonzerne, ob rot oder schwarz? Weil dann, Frau Minister, sollte das so sein, würde ich Sie ersuchen, das hier klarzustellen vor der Abstimmung. Und sollte sich nachträglich herausstellen, dass das so ist, dann würde ich die Regierung, ÖVP und Grüne wirklich ersuchen, das Gesetz zurückzunehmen. Weil dann kann es nicht sein, wenn eine Selbstverständlichkeit da ist, die gesetzlich vorgesehen ist, dass wir das dann mit 4 Milliarden Euro Steuergeld für die Stromkonzerne sponsern. Und da bitte ich Frau Minister um unmittelbare Aufklärung oder Klarstellung, bevor wir 4 Milliarden Euro Steuergeld verwenden. Danke.